Dann darf ich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 34. Spieltag in der zweiten Bundesliga VfL Osnabrück gegen Hertha BSC Berlin. Hier oben begrüße ich Paul Dardai von der Hertha und Uwe Kuschinat. Herr Dardai, Ihr Statement zum Spiel bitte. Erstmal Gratulation an Osnabrück. Die haben zum Schluss das Spiel verdient gewonnen. Aber wenn wir in 2 Stunden zurückschauen, dann die Spieler dann gefangen, sollten wir Minimum 3-0 führen. Dann haben wir das nicht hinbekommen. Ja, eigentlich ein regelrechtes Ergebnis zum Schluss. 4-1 reingehen, Halbzeitpause, schönen Nachmittag, Spiel beendet. Das war nicht der Fall, ja, sondern komplett anderes. Wir haben so wie die ganze Saison, ja, alles was mit Ecke zu tun, mit Standard zu tun, sehr fähig. Tor zu kassieren, heute war wieder die gleiche Fall, eigentlich fast wie ein Geschenk, keiner springt hoch, keiner hilft aus und dadurch die erste Halbzeit haben wir nach meiner Sicht ein bisschen verschenkt. Zweite Halbzeit, ich glaube ein sehr organisierter, ein sehr milliger, bissiger Gegner haben wir gehabt und wir haben keine Lücke gefunden, kein richtiger Abschlussmoment, wo man sagen kann, okay jetzt, aber trotzdem vor die Siegtreffer bei den Gegnern haben wir die große Chance gehabt durch Scherhan, der hat nicht gemacht, der Gegner hat das gemacht und ich glaube, das war spielentscheidend. Danach, ich glaube, da liegt in die Luft, wann es dritte Tor kommt oder vierte Tor kommt, bei den Gegnern kontert, wir opfern wir alles dafür, damit wir Unentschieden machen. Und muss ich sagen, trotzdem ein schönes Jahr, Tabakovic geteilt, aber Torschützekönig, das ist für uns schön. Wir sind bei Top 3 torgefährlichster Mannschaft bei der Liga, wir haben sehr viele Tore geschossen und die Entwicklung, der Teamgeist, alles was wir gemacht haben, hat Hand und Fuß. Heute von den Fans haben wir einen schönen Saisonabschied gemacht haben und wir sind sehr zufrieden. Ergebnis ist nicht schön, aber gesamt alles okay. Jetzt reisen wir nach Hause mit Zug. Ich glaube, Tabakovic muss trotzdem zahlen, ja, das gehört dazu. So ein schönes Erlebnis, das gibt nicht immer. Das Gott sei Dank haben wir mitgenommen und nochmal Glückwunsch an Osnabrück und ich habe hier auch nette Menschen kennengelernt und das war schön hier. Vielen Dank. Uwe, dein Statement zum Spiel. Ja, es ist tatsächlich so, dass mir in der ersten Halbzeit genau das gefehlt hat, was möglicherweise der Fall gewesen wäre, wenn wir am letzten Spieltag tatsächlich noch um den Klassenerhalt hätten spielen können, nämlich diese absolute Galligkeit in den Zweikampfsituationen. In der Phase hat man dann deutlich gemerkt, dass Hertha BSC Berlin natürlich über sehr, sehr viel Qualität verfügt, dass wir immer wieder auch in Umschaltsituationen nicht so gut organisiert waren, die Angriffe nicht so frühzeitig unterbunden haben, dass wir tatsächlich eine gewisse Kontrolle aufs Spiel hatten und ganz klar haben wir da großes Glück gehabt, dass Berlin ein bisschen fahrlässig mit diesen Chancen umgegangen ist. Der Ausgleichstreffer ist mit Sicherheit eher so aus dem Nichts herausgefallen, aber hat uns natürlich sehr geholfen, eine ruhige und sachliche Halbzeitansprache dann tatsächlich in etwas mehr Kompaktheit fließen zu lassen. Ich bin auch der Meinung, dass wir in der zweiten Halbzeit trotzdem von den Berlinern noch sehr, sehr heftig bewegt wurden, dass wir nicht so viele eigene Ballbesitzphasen hatten, aber die klare Dominanz in den Strafraum haben wir den Herthanern etwas mehr genommen. Und mit Sicherheit ist es sehr, sehr versöhnlich, dass wir hinten heraus dieses Spiel noch gewinnen konnten. Ich habe mich immer mal wieder dabei ertappt, mir die Frage zu stellen, was wäre tatsächlich gewesen, wenn wir mit diesem letzten Spiel hier zu Hause wirklich noch Einfluss gehabt hätten auf den Klassenerhalt. Ich glaube, dann wäre hier noch mehr möglich gewesen in Bezug auf den Enthusiasmus, der heute schon wieder sehr, sehr groß war, aber der mit Sicherheit dann dieses Stadion absolut zum Beben gebracht hätte. Insofern haben wir vorher zu viel liegen lassen. Die Bürde war zu groß, der Punkteschnitt, den wir hätten holen müssen, zu groß, um tatsächlich Anschluss zu halten an die Teams, die jetzt um den Nichtabstieg auch gespielt haben. Trotz alledem ein schöner Abschluss, eine sehr, sehr anständige Punktezahl im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Rückrunde mit 19 Punkten, dass es hinten heraus nicht gereicht hat. Das haben wir ausgiebig analysiert. Und jetzt geht es im Grunde genommen mit diesem Tag und diesem Spiel, diesem versöhnlichen Abschluss nach vorne zu blicken und eine Mannschaft in der dritten Liga auf die Beine zu stellen, die tatsächlich diese Brücke tatsächlich auch lebt. Das wird bei der Spielerauswahl mit Sicherheit der wichtigste Faktor sein, dass wir dieses Stadion, dass wir das zu einem Faktor in der dritten Liga machen können, dass wir Spieler hierher bringen, die noch etwas in ihrer Karriere vorhaben, die willig sind, die giftig sind, die über eine hohe Intensität verfügen in ihrer Spielanlage. Alles andere kannst du trainieren, kannst du zusammenfügen. Diese Dinge sind sehr, sehr schwer. Wenn du sie nicht in dir trägst, ist es sehr, sehr schwer, die zu erwecken. Das muss unsere Zielsetzung für das kommende Jahr sein. Und dann, glaube ich, werden wir auch in der dritten Liga eine tolle Saison spielen können. Dankeschön. Danke, Uwe. Und wir leiten weiter in die Fragen der Journalisten. Hier vorne ist die erste Frage.
Das Mikro kommt herbei. Ja, hallo, Lamprecht, Bild-Zeitung Berlin. Paul, grüß dich erstmal. Du weißt, dass der Zug fährt gleich. Ich gebe mir Mühe, ich beeile mich. Jeremy Dudjak hat für den Schrecken gesorgt bei allen. Kannst du uns mal aufklären, was passiert ist und wie es ihm jetzt geht? Also ich habe das Spiel abgebrochen durch die Assistent-Schiedsrichter, weil die Körpersprache hat nicht gut ausgesehen hat. Er hat erstmal zu der Kabine mit dem Doktor und alles unter Kontrolle. Wir haben sie gecheckt, alles angeschaut, wahrscheinlich allergische Reaktion. Und er ist schon im Bus und alles okay. Also wir müssen damit nicht irgendwie überreagieren. Aber die Körpersprache war nicht in Ordnung und deswegen auch die Gegner hat das sofort gecheckt, war auch korrekt, alles fair. Und das war gut, auch gute Arbeit, Zusammenarbeit mit den Referees. Und wir sind froh, dass alles okay ist. Und auch mit dem gegnerischen Trainer hat auch geholfen, glaube ich. Ja, aber also Gesundheit geht ja über alles. Und da sah man in der Situation, dass, glaube ich, erstmal ein schneller Kontakt gegenüber dem Spieler Priorität vor allem hat, ganz klar. Darf ich noch eine? Auf jeden Fall. Paul, es war dein letztes Spiel als Hertha-Trainer heute. Wie hat es sich angefühlt? Du warst heute sehr früh in der Kabine, glaube ich. Um 3 bist du schon reingegangen, eine halbe Stunde vor Anpfiff. War das... Hat es getäuscht oder bist du früher als sonst reingegangen? Nochmal. Bist du vor dem Spiel früher als sonst in die Kabine verschwunden? Du bist sonst eigentlich öfter noch unterwegs am Spielfeldrand heute? Du warst nicht hier, ich war jetzt dieses Mal früher hier. Wir sind zu früh angekommen. Ah, deswegen. Du hast zu spät gekommen, Robert. Das ist nicht schön, ja? Das sei gleich dein Chef. Nein, okay. Ich war draußen, sogar mehr wie sonst. Wirklich. Okay, Paul, wie hat sich das letzte Spiel angefühlt und kannst du uns mal mitnehmen, wie es jetzt bei dir temporär weitergeht? Was machst du morgen, was machst du übermorgen, etc.? Also morgen erstmal wichtiges Spiel in Berlin, A-Jugend. Ja, da müssen sie noch checken, ob das Jahn-Sportpark oder bei uns Hans Braun. Und haben sie schon? Also spielen bei Jahn-Sportpark, da schaue ich das an, da sind da alle unsere Spieler, ja, sogar Leistungsträger von dieser Saison, die sind da. Für uns ist das wichtig, da für die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und Dienstag dann fahre ich nach Ungarn zu Plattensee und alles gut. Das Leben geht weiter wie immer. Also ich habe schon so viel erlebt und also jetzt gehe ich Richtung Rente. Für eine schnelle Frage ist bestimmt noch Zeit, bevor die Berliner weg müssen. Vera, hast du geklärt bei den Bild-Zeitungen und Bild-Zeitungen, dass die... Dann hier vorne. Mikro kommt. Ja, Paul, es war zu lesen in der Hertha-Mitteilung, dass du vielleicht noch in irgendeiner Rolle der Hertha erhalten bleibst. Gibt es schon eine Idee dafür? Kannst du uns sagen, um was es sich handeln könnte? Ja, also wir werden ein Museum machen und ich werde, wenn die Gäste kommen, dann alles zeigen und dafür werde ich sehr gut bezahlt und das ist meine Zukunft hier. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Den Berlinern eine gute Rückreise. Viel Erfolg in der nächsten Saison. Uwe, danke dir. Dann nehmen wir die Zeit. Ja. Gab's auch nicht so oft. Danke dir. Ciao. Tut mir leid. Ja, ciao. Dann machen wir mit den Osnabrücker Fragen weiter. Herr Kuschin, vielleicht mal zunächst die Frage zum Publikum. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft diesen Achtungserfolg noch als Wendesieg hingekriegt hätte, wenn die Zuschauer nicht derart supportet hätten? Auch bei Rückstand. Ja, ich glaube, das wäre mit Sicherheit sehr, sehr schwierig gewesen. Und das ist ja das Faustpfand, was wir haben. Dass die Menschen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, was die Mannschaft braucht. Und dass mir immer wieder auch signalisiert wurde, dass wenn so das kämpferische Engagement der Truppe stimmt, dass sie sich dann auch dieses Supports immer sicher sein können, dass das Stadion, glaube ich, komplett überkocht. Dazu gehört dann auch entsprechend eine gute Leistung, nach Möglichkeit logischerweise auch eine Führung, eine attraktive Spielanlage. Das werden die Faktoren sein, die wir in der kommenden Saison einfach hier auf den Platz bringen müssen. Dann ist diese Bremer Brücke eben wirklich ein brutaler Faktor für Erfolg. Nochmal zu Philipp Kühn, dem Sie ja durch den Wechsel schon einen besonderen Moment beschert haben. Es ging dann nach Schlusspfiff weiter. So ganz haben viele Fans, das haben wir auch gemerkt, durch direkte Ansprache nicht verstanden, warum es nicht gelungen ist, sich mit Pippo zu einigen. Er hat die Leistung gebracht. Er wollte offensichtlich ja nicht um jeden Preis weg.
Nee, ich glaube, das muss man schon richtig stellen. Also ich habe mich ja super schnell, nachdem Gespräche mit mir aufgenommen wurden, über die Zukunft ganz klar positioniert, dass ich ligenunabhängig mit Pippo Kühn unbedingt als Nummer 1 in die Saison gehen möchte. Aber Fakt ist, dass der Ball bei Pippo lag und der einfach eine interessante Alternative hat. Und diese Alternative, die wird er jetzt wahrscheinlich auch wählen. Es ist nicht so, dass der Verein in irgendeiner Form skeptisch war oder kein anständiges Angebot unterbreitet hat. Die Dinge, die lagen ganz klar bei ihm. Ich finde es jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass im Detail, so wie sich der Verein dann äußern möchte, Philipp Kaufmann befragt wird. Aber ich möchte jetzt direkt im Ansatz da nicht im Raum stehen lassen, dass der Club in irgendeiner Form Zweifel hatte oder zurückgerudert ist. Das ist nicht der Fall. Und er war in der Luxussituation, unter unterschiedlichen Angeboten wählen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist der Ball jetzt nicht irgendwie zum Verein zu spielen. Letzte Frage nochmal. Es ist ja eine viel Personalien im Umlauf in der abgelaufenen Woche. Zwei Spieler sind so nicht erwähnt worden im VfL, gehören die aber nicht in Osnabrück spielen. Ich rede von Yannick Zamel und Itkara Demir. Gibt es da aus Ihrer Sicht schon eine Tendenz? Ja, eine Tendenz schon, aber eine, die wir logischerweise erstmal in geschlossenen Räumen diskutieren. Wir haben die Spieler sehr, sehr eng begleitet in ihrer Ausleihzeit, haben mit den Spielern eben auch Analysen gemacht, auch zwischendurch auch nochmal Anforderungsprofile neu definiert und weiter beobachtet. Gerade Tim Danneberg war in der Beziehung eben sehr, sehr eng begleitend. Aber ja, was die Zukunft angeht, wollen wir logischerweise die Dinge erst nach außen geben, wenn wir sie tatsächlich auch intern komplett und rund diskutiert haben. Und da ist es ja gerade erst ein Prozess, der angestoßen wurde. Und personeller. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall. Die Begrüßung habe ich eben schon gemacht. Dann mache ich es nochmal kurz. Uwe, danke dir. Und wir sehen uns in der neuen Saison. Dankeschön. Danke sehr.